Hinterschalte kommen wir jetzt mit Sascha Günon von der Kochbank. Herr Günon, Thema des Tages, die EZB, die belässt den Leitzins auf 0,25%. Wie sind denn die Aussagen von Mario Draghi bei Ihnen angekommen? Ja, guten Abend, Frau Klar. Die Aussagen sind relativ klar. Es ist so, dass Herr Draghi den Leitzins unverändert gelassen hat, aufgrund dessen, dass das Inflationsniveau nicht unter die 0,7% gesunken ist. Zu dem Zeitpunkt hat er das letzte Mal den Leitzins im November gesenkt auf die 0,25. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn die Inflation weiter nach unten geht und man eine Anpassung für das Gesamtjahr vornehmen muss, dass dann auch nochmal der Leitzins entsprechend gesenkt werden wird, damit die Investitionen leichter von der Hand gehen und das Preisgefüge sich ein wenig erholen kann. Herr Günon, schauen wir auf die Märkte. Wie reagieren denn die jetzt auf diese Entscheidung? Die Märkte haben sehr entspannt reagiert. Wenn man mal von dem DAX-Future-Debakel heute absieht, der DAX-Future ist ja mit der Verkündung entsprechend knapp 200 Punkte gefallen auf 9.010 Zähler. Ich habe vorhin eine Meldung gelesen, dass die Deutsche Börse jetzt auch eine Untersuchung des Vorgangs anstoßen wird. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ansonsten muss man ganz klar sagen, die Märkte sind leicht abgetaucht mit der Nulländerung, also dass es keine Veränderung im Leitzins gibt, und haben sich dann sehr schön erholt, als die Amerikaner mit in den Markt gekommen sind. Heute haben ja auch einige DAX-Konzerne Zahlen vorgelegt. Lassen Sie uns mit Daimler anfangen. Wie steht es denn um den Konzern? Daimler sieht sehr gut aus. Im Januar des letzten Jahres hat Daimler ja eine Gewinnwarnung gebracht. Gesagt, operative Gewinn wird wahrscheinlich nur bei 7,5 Milliarden liegen. Diese Zahlen hat Daimler selbst übertroffen. Es ist jetzt so, dass wir bei 7,9 Milliarden gelandet sind. Mit dem Sondererlös aus dem Verkauf von EADS war der Gewinn sogar noch etwas höher ausgefallen. Es ist so, dass Daimler im Januar diesen Jahres sehr gute Absatzzahlen für China gemeldet hat. 45% mehr Fahrzeuge wurden dort veräußert. Und der Gesamtabsatz im Januar ist bei Daimler um 15% gestiegen auf knapp 110.000 Fahrzeuge. Machen wir direkt weiter mit Heidelberg Zement. Wie bewerten Sie denn diese Zahlen? Heidelberg Zement hat aus meiner Sicht auch gute Zahlen gemeldet. 2,4 Milliarden Euro operativer Gewinn. Es ist so, dass Heidelberg Zement in einer Region sehr aktiv ist, in der Pazifik-Asien-Region, die von verstärkten Abwertungen der Währung dort betroffen war. Dadurch gab es Währungseffekte auf der Seite von Heidelberg Zement von etwa 115 Millionen oder knapp 5% des operativen Ergebnisses. Man hat mehrere neue Zementwerke in Stellung gebracht, mit denen man knapp 5 Millionen Tonnen mehr produzieren kann. Von dort aus sind die Ausgangspositionen von Heidelberg Zement sehr gut. Man erwartet ein Kosteneinsparungsprogramm für das Jahr 2014. Man möchte ein bisschen was an der Preisschraube stellen und das operative Ergebnis dadurch verbessern. Von dort aus sieht Heidelberg Zement für mich sehr gut aus. Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland, der hat 2013 ja zum ersten Mal einen operativen Gewinn einfahren können. Und die Aktie, die legte dann auch deutlich zu. Was raten Sie denn den Anlegern im Hinblick auf diese Aktie? Die Sky ist jetzt wieder über die 7 Euro gestiegen, in Richtung 7,50 Euro. Das war ein gutes Signal für die Charttechnik zum einen. Zum anderen setzt man nach und nach die operativen Ergebnisse positiv um. Ich gehe davon aus, dass die Sky noch einen langen Weg vor sich haben wird, bis sie wirklich richtig profitabel sein wird. Aber die Zeichen stehen gut. Anlegern würde ich raten, auf jeden Fall auch mit dem Stop-Loss zu arbeiten. Ich glaube, die 200-Tage-Linie liegt irgendwo bei 6,5 Euro. Das ist so eine Marke, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Zahlen, die gab es heute auch bei Wacker Chemie. Und da ist Umsatz und auch Gewinn 2013 gesunken. Die Erwartungen an die Börse, die hat man trotzdem getroffen im Prinzip. Wie sehen Sie denn die weiteren Perspektiven hier? Die Perspektiven auch für Wacker sind sehr gut. Das ist in einem sehr interessanten Markt. Bei den Wafer-Halbleitern sind sie aktiv, oder Solarsilizium oder reines Silizium sind sie auch aktiv, haben da neue Werke gebaut. Es ist so, dass die Rohstoffkosten bei der Veräußerung negativ zu Buche geschlagen sind. Das heißt, sie haben etwa 30% dort nicht erzielen können. Das hat auch den Umsatzrückgang entsprechend dargestellt. Alles in allem aber sehr gut aufgestellt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass mit einer Belebung der Konjunktur dort eine verstärkte Auftragseingang auch wiederum zu erwarten ist. Sascha Günon von der Kochbank, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Tschüss. Manuel Koch hat es eben schon angesprochen.